Wieder 14.000, jetzt habe ich aber nicht genug Geld, um... Ich kann mein Haus doch gar nicht ausbauen, ich habe nicht genug Geld. Ich bin so doof. Klar und sonnig, das brauche ich nicht, Wahrsager? Naja, was soll's? Pizza haben wir schon. Da oben ist ein Diamant fertig, das gefällt mir sehr gut. Da ist ein Stein fertig, das gefällt mir weniger gut. Allerdings will ich nicht mosern. Was könnte man noch machen? So. Ja, renne ich wieder mit vollem Inventar rum. Das mögen die Leute besonders, wenn ich das mache. Oh, da unten sind Parsnips fertig. Anfangs hätte ich mich echt gefreut, wenn ich sowas hätte ernten können. Aber jetzt ist es tatsächlich fast schon lästig. Na, da komme ich nicht ran, das ist scheiße. Muss ich doch rundherum laufen. Ich hätte gedacht, so muss ich so nicht. Es gibt bloß noch eine automatische Ernte in dem Spiel. Und eine automatische Saatmaschine. Dann könnte ich alles automatisieren. Muss nur einmal im... muss nur mal Saat nachfüllen und irgendwann das Zeug abholen, was halt fertig ist. Das wäre super. Aber das hat dann irgendwann nur noch was mit Industrialisierung zu tun, eher. So, was bauen wir denn da unten an? Ich würde sagen, Knoblauch. Weil ich Knoblauch so sehr liebe. So, die guten Steckrüben. Oder Pastinaken. Von mir aus auch so, je nachdem, jeder so wie er es mag. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was die Bären gebracht haben, wenn ich ehrlich bin. Habt ihr drauf geachtet? Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich werde es wahrscheinlich in meiner Aufnahme dann sehen. Ich hatte mich jetzt doch interessiert, was sie bringen. Ich werde noch mehr sammeln, das weiß ich. Also nicht ganz so wild. So, was haben wir denn heute hier? Eine Lachsbeere. Hier können wir wieder Kaffee ernten und Chilis. Müsste die eine mal lassen, damit die alle konkurrent wachsen. Oder synchron, je nachdem. Einfach Nachwuchs in den Stellen. Vermehren die Tiere sich einfach, obwohl ich das gar nicht will. Husser. Seit wann ist mein Inventar so klein geworden? Was soll denn das? Komm mal her. Bleib doch mal stehen. Danke. So, und das ist das Baby. Wolli. Weiß immer ein wenig unbeholfen nach der Geburt. Sie ist neugierig auf eine neue Welt. Schön so. Erstmal das Nichts melken. Hä?
Warum ich manchmal nicht treffe, verstehe ich einfach nicht. Oh, haben wir schon alles. So. Eine Ziege fehlt mal wieder, was soll's. Nee, das kann ich nicht in die Ziege. Ich glaube, die da unten ist es. Ja. Geht weg. Ich brauche Platz. Seit wann ist mein Inventar so voll? Wer schmeißt die ganzen Gerichte da immer mit? Wer nimmt die alle mit? Ich muss jetzt mal ein bisschen was verkaufen. Erstmal den Morgenkaffee, damit ich so richtig den Tag starten kann. Warum muss das sein? Achso, Inventar voll natürlich. Weg, weg, weg. So, vielleicht kann ich ja heute mal versuchen, was anderes sehr Schwieriges zu angeln. Eine neue Frau. Und Sentinel, das würde ich gerne noch mit loswerden. Das einzelne Icon auch loswerden. Jetzt gehen wir wieder in den Wald und sorgen dafür, dass wir genug Holz haben. Vielleicht schaue ich auch nochmal beim Magier vorbei. Ich kann nicht anders. Wenn da gerade das Zeug liegt, muss ich das mitnehmen. Das ist gegen meine Natur, das Zeug liegen zu lassen. Ich kann nicht anders. Und das Schlimme ist, jetzt habe ich, jetzt wo ich weiß, wo die Bären sind, schaue ich da besonders. Der müsste jetzt auch auf maximaler Stufe gesammelt worden sein, der Meerrettich. Aber was ich gut finde, wenn ich das alte Zeug verkaufe, habe ich nur noch die perfekte Qualitätsstufe. Den haben wir es gezeigt. Au. Ich muss auch demnächst mal die Schleimpressen und so ein ganzes Zeug noch machen. Aber erstmal will ich mein Haus gern ausbauen. Ich glaube nicht, vorher kann ich Emily auch nicht heiraten. Weg da. So, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich kann dort ein bisschen mehr aufnehmen. Ich bin auch ein bisschen eher gegangen, weil auf Arbeit das alles abgestürzt ist. Nachbar und bellt wieder irgendwelche Sachen an, die nicht existent sind. Halt, ich muss eh hier runter. Ne, muss ich nicht, ich muss wieder hoch. Ich bin so daneben. Sind jedenfalls alle Sachen abgestürzt. Ich konnte mich dann zwar wieder anmelden, aber sieh schnell, besser gehen, weil wir nicht wissen, ob das denn alles gespeichert wird, was ich mache. Also bin ich eher gegangen, weil ich gedacht habe, meine Frau ist noch da, aber die musste dann auch eher gehen. So, hier für dich. Nicht viele Jahre intensiven Studiums, um die Sprache der Elementare zu verstehen.
um sie tatsächlich zu sprechen, musst du dich ihr ein Leben lang widmen. Wenn du mich entschuldigen würdest. Ich tue zwar nichts, aber ich tue so, als wäre ich beschäftigt. Die Junimos sind wahrscheinlich die Elementare. Hey, Lea. Hä? Frag mal nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier so grabe? Okay, kommt nur sowas raus. Ich würde gerne noch ein bisschen angeln, wenn ich ehrlich bin. Und das da holen. Und der Kaffee wirkt nicht mehr. Ich frage mich, wo dieses ganze Zeug hierher kommt. Ich muss hier unbedingt aufräumen. Erstmal sieht es furchtbar aus. Zweitens habe ich keinen Platz mehr im Inventar schon wieder. Und es sieht einfach furchtbar aus und das Zeug wächst halt nicht, wenn es alles voll ist rundherum. Das. Ich verkaufe das jetzt. Das können wir hier einlagern. Das kann jetzt erstmal hier bleiben. Da ist nochmal ein Käse, nochmal eine Milch. Die Milch kann ich auch hier lassen. Ah, Kaffeebohnen. Da werde ich mir einfach mal einen richtig großen Kaffee aufbrühen irgendwann. Ich muss jetzt dringend Ordnung schaffen. Weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ich mach's irgendwann. Lass ich jetzt... Ne, ich nehme mal wieder einen mit. Man weiß ja nie. Wird jetzt alles systematisch durch das Zeug hier ausgetauscht. So, die Saat brauche ich ja eh nicht. Übrigens, Wunderwerk der Technik, was mir aufgefallen ist. Alte Sachen, wie so ein normaler Röhrenfernseher, können nicht abstürzen. Ist mir noch nie passiert. Unser aktueller Fernseher, der stürzt manchmal halt ab. Geht bei alten Sachen halt nicht. Das Problem ist, je mehr Schnickschnack da dran ist, den man teilweise auch gar nicht braucht. Ja, ich weiß, ich habe jetzt Holz auf der Wand zurückgelassen, ist doch egal. Den man auch teilweise nicht braucht, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit von Abstürzen. Ist tatsächlich auch bei Rechnern so. Ich denke mal, oh, endlich. Ich wusste gar nicht, dass hier welcher wächst. Tatsächlich ist es bei allen Sachen so. Ich finde auch, dass Rechner, je mehr Programme und je mehr von Windows und Linux und so drauf gemacht wird, umso schlimmer wird das eigentlich. Umso mehr machen die Probleme, auch wenn sie älter werden. Andererseits machen die eh irgendwann recht viele Probleme, wenn sie alt sind. Und wenn sie traurig, weil sie dreckig werden und... Ja. So, wir gehen auf Level 100. Und wer sich noch erinnern kann, wie sieht unser Inventar, sieht noch ganz gut aus. Zur Not esse ich dann einen leckeren Milchreis. Hm. 104. Also solche Gegenstände hätte ich anfangs gebraucht. Warte mal. Ah, das ist aber nett. Auch wenn ich Müll sammle, gehen die Dinger kaputt. Summit Max hits the road. Das heißt, wenn ich Müll kriege, gehen meine Sachen auch kaputt. Das ist toll. Ich habe eigentlich gedacht, nur wenn ich gegen den Fisch kämpfe, aber wenn ich auch Müll sammle und das kaputt geht, finde ich das irgendwie doof. Ja, die gehen nämlich relativ schnell kaputt, wie wir gerade schon sehen. Muss ich eventuell noch ein paar mehr kaufen. Summit Max hits the road, wenn ich dann wieder auf Tour gegen den Bösen gehe.
wieder noch Müll gesammelt. Summit Max, hit the road. Ich will diesen Scheiß nicht. Ich möchte diesen Fisch nochmal haben, den wir hier damals nicht gekriegt haben. Ja, hier kriegt man primär nur Mist. Summit Max, hit the road. Na, passiert doch jetzt. Yay. Summit Max, hits the road. Jetzt krieg ich wieder den ganzen Müll. Ah, where my son? Summit Max, hits the road. Glasses at night. Alles voller Zeitung und Müll. Das ist ein Lavasee. Das dürfte es eigentlich gar nicht geben. Und Joja Cola schmeißt einen ganzen Müll hier rein. Summit Max, hits the road. Ist warm doch 25 Münzen wert. Bisher habe ich noch gar nichts Nützliches aus diesem Ding hier rausgezogen. Ich will auch bloß einen einzigen verdammten Fisch. Jetzt habe ich schon sämtliche Arten von Müll hier rausgekriegt. Bloß noch keinen Fisch. Das Ding ist schon fast im Eimer und ich habe noch nichts effektiv damit gemacht. Summit Max, hits the road. Interessant, ich kann es nicht. Ich kann es nicht essen, wenn ich hier rüberschaue. Summit Max, hits the road. 115. Oh, das wird so toll. Vor allem, weil das Ding jetzt gleich kaputt ist und wir noch nicht mal die Chance hatten. Jetzt. Das macht es deutlich leichter. Ein Lava-Aal, den wollte ich haben. Kann irgendwie im heißen Lavabecken überleben. Der Müll hier allerdings auch. Genau diesen Aal wollte ich haben. Das war jetzt aber deutlich leichter dadurch. Ich sollte auf jeden Fall, wenn ich den einen Fisch nochmal versuche, nochmal das Ding mitnehmen. Summit Max, hits the road. Damit ist es echt angenehm gewesen, jetzt wenn ich dran denke, wie das letzte Mal war. Haben wir schon wieder Guybrush Threepwood gekriegt gerade. Summit Max, hits the road. Vielleicht haben wir Glück und wir können gleich nochmal versuchen einzukriegen und dann sehen wir, wie toll das wird. Andererseits, wenn wir noch ein bisschen Müll kriegen, ist es auch nicht schlecht. Haben wir was zum Recyceln. Allerdings, wenn das der einzige Fisch ist, der hier drin lebt, ist es kein Wunder, dass... Summit Max, hits the road. Dass wir hier nichts anderes rauskriegen. Außer Müll. Aber wie hier Holz drin schwimmen kann, ist mir ein Rätsel, wenn das ein heißes Lavabecken ist. Hä? Hoppla. Ja. Weil dann müsste ja rein theoretisch das Holz auch zu Papier werden. Beziehungsweise, so wird Papier hergestellt, indem man Holz kocht. Dann kriegt man so einen Brei raus. Der wird dann halt dementsprechend gepresst und dann hast du im Grunde Papier. Ähnlich wie Papyrus, bloß halt mit Holz und nicht mit Schilf. So, haben wir den auch. Diese normalen Karpfen hier verkaufe ich jetzt. Wir machen das Meer sauber. Wir machen das. Ehrlich gesagt ist das so ein Traum von mir. Ich würde gern, wenn ich genug Geld hätte, auf die Meere fahren und die tatsächlich sauber machen. Auch wenn es hippie-mäßig klingt. So, Lauch haben wir gar nicht mehr. Den haben wir jetzt endlich wieder. So, was haben wir noch, was wir kaufen können? Hier, die können von mir aus weg. So, hier rein kommt die ganze Joja-Cola. Die braucht man eh nicht. Ich habe ja noch die Müsli-Riegel erstmal. Ansonsten schaue ich mal, was ich morgen als nächstes recycle. Hallo, Queenie.
Ja, ich liebe dich auch. Wo ist meine eigentlich? Ich glaube, meine ist rausgegangen. Schon wieder 10.000, oder? Ja, was bringen die jetzt, die Dinger? Die sind gar nicht dabei. Hä? Wo sind... Ach so, die sind natürlich hier. Bringen jetzt ungefähr doppelt so viel. Das lohnt sich was gar nicht, die zu verkaufen. Es ist vielleicht besser, wenn ich sie esse. Natürlich gehören die nicht zur Hofarbeit. Das denke ich mir auch.